Hallo Leute und willkommen zur fünften Folge von Satisfactory. Wie ihr eventuell im Hintergrund gerade schön sehen könnt, weil es dunkel ist, ist mein Tag drauf. Ich muss es leider mit Tag spielen, weil die normale Alpha darf ich weiterspielen und auch weiter aufnehmen. Aber nicht mehr ohne Tag, weil das Testwochenende leider vorbei ist. Ich hatte nicht so viel Zeit zum Aufnehmen. Ist doch ein bisschen Privatleben mit dazwischen gekommen. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch hier noch ein bisschen was. Unter anderem, dass wir keinen Strom mehr haben. Zumindest, also hier ist noch was drin. Ja. Aber ich habe brav und fleißig schon mal Blätter gesammelt und zu Biomasse gemacht, damit das funktioniert. Und ich dachte mir, wir machen uns mal... Ah, ich habe übrigens etwas erforscht, ne? Also um die Sachen hier zu erforschen. Oh! Das können wir sogar machen. Select. Plop, Paleberry rein. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Okay, hi. Okay. Ist jetzt irgendwo ein Pot? Okay. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich jetzt wahrscheinlich mit dem Scanner... Ne, noch nicht. Okay. So, aber was ich eigentlich erforschen möchte, ist Logistics. Nämlich hier den Splitter und den Merger. Das sind zwei wichtige Sachen. Dafür brauche ich 500 Kabel, 200 Platten und ihr seht, die 200 Röhren habe ich schon gebaut. Wir werden das mal kurz selecten. Mal die 200 Röhrchen hier reinschmeißen. Und 200 Platten sollten mittlerweile kein Problem mehr darstellen. Ja, es ist schön, wenn die Maschine die ganze Zeit läuft. Also Automatisierung hat schon was für sich. So. 500 Kabel. Ich habe 9. So, das heißt, wir brauchen Kupfer. Oh, ich habe noch Holz haufenweise. So, sortieren wir mal kurz. Das hier ist alles noch Biomasse. Das heißt, ihr seht, also ich habe mehr als genug Vorrat, um das noch ein bisschen aufzustocken. Es müssen noch Steine sein, genau. So, dann hauen wir mal hier Kupfer weg. Also wir brauchen 500 Kabel. Sollte machbar sein. Und ich habe auch gesehen, dass wir ein Kohlevorkommen relativ in der Nähe haben. Und ich habe gesehen, dass wir eine Höhle relativ nah in der Nähe haben. Ich werde übrigens hier nicht weiter als über Level 3 hinaus forschen. Selbst wenn wir es weiterspielen, zumindest bis zum Early Access Zeitpunkt. Habe ich übrigens schon zugesichert. Ich kriege definitiv direkt am 19. 19? Einen Early Access Zugang. Und wir werden dieses Spiel wohl noch viel Zeit opfern, diesem Spiel. So, viel Zeit opfern müssen. So, okay, 500 Kabel. Mal gucken. Dauert ja nur gefühlt so 600 Jahre. Automatisierung ist auf jeden Fall wichtig. Man merkt es mehr und mehr. So, ich bin gerade im Überlegen, ob ich noch eine zweite... Ich glaube, ich baue dafür eine zweite Smeltery und so. Müssen wir auch mal gucken, was wir den ganzen Kram dafür zusammenkriegen, relativ flott. Ich möchte definitiv das Ganze vollautomatisiert haben, zumindest die Grundherstellung von den Sachen, die hier so sind, dass wir uns die nur noch aus den Lagern holen müssen. Und fertig, sehr gut. So, Kabel, tschack. Kabel, tschack. Flup. Milestone reached. Conveyor belts can now merge and split to increase the complexity and efficiency of your factory. The productivity display will help you measure and improve the productivity of individual Tschüss. Buildings to aid with optimization. Kommst du eigentlich wieder? Auf Wiedersehen. Kann ich jetzt in der Zeit eigentlich... Ach, hier. Okay. Es braucht also quasi ein paar Minuten, um wiederzukommen. Cool, das heißt, man hat auch noch eine zeitliche Regelung. Gut, aber wir können jetzt einen Conveyor Splitter bauen. Dafür brauchen wir Platten und Kabel und einen Conveyor Merger bauen. So. Und wahrscheinlich muss ich dafür jetzt gleich ein bisschen was auseinandernehmen. Aber wir nehmen uns erstmal ein, zwei Plättchen hier raus. Wir haben ja ein paar. Viele. Und wenn ich jetzt hier...
den abbaue. Dann ein Splitter. So. Hier ansetze. Ach, der splittet sogar in zwei Richtungen. Wie cool ist das denn? Dann sollten wir vielleicht den hier als äußersten Split nehmen. Oh Gott, Moment. Dafür will ich vorher noch was bauen. Ich weiß, wir produzieren gerade nicht weiter, aber das ist nicht ganz so schlimm. So, wir brauchen noch einen Smelter. Wenn ich jetzt hier... Ah ja, sehr gut. Das ist richtig cool. So, was brauche ich dafür? Noch mehr Rohre? Sehe ich das richtig? Ja, so cool. Das ist fast wie Photoshop. So, das heißt, wir klauen uns jetzt hier mal einfach ein paar Überbleibsel Metallteile. So. Und basteln ein paar Röhren. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, ich brauchte 5 für den zweiten Smelter. Aber eigentlich hätte ich gern mehr. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Ich glaube, wir klauen uns mal hier kurz 50 Ohr. Ach, hi. Hot ist wieder da. Beziehungsweise dockt gerade an. Ich finde das so cool gemacht, dass... Ach. Was soll ich jetzt sagen? Ist schon genial. So, wir brauchen also auf jeden Fall noch ziemlich viele Röhren. Kabel habe ich auch nicht mehr so viel, aber gut, da können wir im Notfall noch welche herstellen. So. Brauchen wir überhaupt für Eisen 3? Eigentlich reichen uns für Eisen 2, sehe ich gerade mal so spontan. Okay, das heißt, für Eisen brauchen wir nur einen zweiten Smelter. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Control, so. Machen wir mal ein bisschen auseinander hier. Dass wir vorne genug Platz haben für den... Genau. So. Jetzt bauen wir hier vorne einen Splitter hin. Logistics. Splitter. So, kann ich den jetzt hier zu den Guidelines... Ah, nett. Okay. Sehr gut. Dann brauchen wir hier Conveyor Belts. Dann musst du einmal nach hier aufsplitten. Und einmal nach hier aufsplitten. So, jetzt müsste der eigentlich schon teil... Yes, sir! Okay. So habe ich mir das gewünscht. So, dann brauchen wir ein Powerpole. Wir versorgen nämlich einfach die zweite Linie hier drüben. Oh, was brauche ich denn dafür noch? Concrete. Habe ich doch. Alles kein Problem. Boah, ich kann mir... Oh, das sind Iron Plates gewesen. Concrete, da. Danke. So. Eins, ein Pole hier hin. So, zwei. Du zum rechten bitte. Und dann hier hin. Sehr gut. So, das heißt, er sollte jetzt anfangen zu schmelzen hier. Wenn ich ihm sage, was er schmelzen soll. Eisen bitte. Danke. So, jetzt wird hier Eisen eingeschmolzen. Jetzt brauchen wir hier vorne natürlich dann nochmal ein Verarbeitungsteil. Production. Constructor. Was brauchen wir? Reinforced Plates. Okay. Reinforced Plates. Ich glaube, dafür brauchte ich Concrete und normale Eisenplatten und Schrauben. Okay, kein Problem. Schrauben. Danke. Haben uns da 3 gereicht? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, so, jetzt müssen wir nur gucken, wie er richtig rum ist. Constructor. So. Und jetzt hätte ich gerne natürlich
Guideline Snap. Zwar am liebsten in zweierlei Hinsicht, dass er quasi sowohl da als auch da ansetzt. Okay. Ich glaube, es ist nicht ganz gerade. Aber damit kann ich sehr gut leben. So, und du möchtest mir jetzt bitte Iron Rods herstellen. Okay. Natürlich brauchst du dafür noch ein bisschen Strömlinge. Ich hoffe, das kommt hier durch. Sehr gut. Och, man kann Kabel einfach durch die Gebäude verlegen. Okay, dann ist es ja einfach. So, dann müssen wir das hier leider mal abreißen. Dann brauchen wir einen Merger. Conveyor Merger. Da haben wir die Inputs und da ist ein Output. Okay. Output muss natürlich in die Richtung laufen. Oh, ich hoffe, das reicht hier zwischendrin, ey. Sieht so aus. So. Dann einmal von hier nach hier. Einmal von hier nach hier. Und einmal von hier nach hier. Okay, so, jetzt müssten hier die Rohre rauskommen, hier müssten die Platten rauskommen und dann müssten sich eigentlich Rohre und Platten abwechseln. Irgendwann. Rohre, Platten. Ah, ja. Gut, natürlich in der Reihen... Also es kommen natürlich wesentlich mehr Rohre an als Platten, aber wir haben schon mal ein funktionierendes System, was mir sowohl Röhrchen als auch Platten brav in einen Container legt. Yes, sir. Okay, und wir können theoretisch sogar aus dem Container jetzt wieder rausziehen. Ja, sehr gut. So habe ich mir das vorgestellt. So sollte das laufen. Und jetzt braucht man natürlich das ganze System nochmal für Kupfer. Aber vorher wollte ich mal gucken, was hier bringt, wenn wir die Kohle noch fertig abbauen. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir... Ah ja, geht schnell. Ich glaube nämlich hier unten, bei Kohle ist nämlich keine Dings hinterlegt. Kohle ist einfach erstmal Kohle. Okay. So. Das mache ich. Ich muss mir jetzt mal Spaß machen. Also erstmal müssen wir mal gucken, ob ich neue Sachen theoretisch erforschen könnte. Wie gesagt, ich habe die ganzen Sachen schon mal durchgeforscht hier. Das Einzige, was ich noch nicht habe, sind 10 von diesen Panzern. Alles andere, seht ihr, habe ich jetzt durchgeforscht. Und dementsprechend kann ich mich halt hier auch weiterentwickeln. Overclock ist auch super interessant für dich. Damit kann man das ganze System verschnellern. Select Milestone, Berries. Ich glaube, da kommt der direkt wieder, oder? Die Frage ist, kann ich das jetzt wirklich... Ich kann das nicht scannen. Das ist echt merkwürdig. Was macht es denn? Oder kann ich jetzt neue Scanner bauen? Nö. Bottom Miner und den Zapper, okay. Was mich interessieren würde, wäre ehrlich gesagt Rüstung. Also über Tier 3 gehen wir nicht rüber, ne? Nur mal zur Info. So, Utility wäre noch Biofuel. Ah, hier kann man sich richtige Gebäude bauen, okay. Personal Storage wird erhöht. Object Scanner, ich glaube, das brauchen wir. Beacon. Ah, da kann man... markieren mit. Okay, das ist tatsächlich sogar machbar. Aber jetzt, obwohl ich ja relativ schwach auf der Brust bin, möchte ich gerade mal alles ablegen, was wir so haben. Einmal sortieren. Außer den Beeren. Und da werden wir, ich glaube, die Beeren werde ich sogar direkt essen. Dann werden die nämlich schon mal los. Genau. Und... dann würde ich gerne mal hier rüber gehen. Ich würde mir gerne mal die Höhle angucken. Ich meine, ich bin zwar in der Hinsicht ein kleiner Schisser. Aber hey. Ich fand es nur interessant, dass hier irgendwo... hier war ganz viel Gebüsch vorgezimmert. Und ich bin hier alles so am Abbauen gewesen. Und dann ist mir aufgefallen, dass es hier einen kleinen Eingang gibt. Und ich habe ehrlich gesagt... eine mini Befürchtung.
Ich hoffe, die bestätigt sich nicht. Da ist irgendwas an der Wand. Und ich habe keine Ahnung, was es ist. Es könnte ein Artefakt sein. Boah, natürlich. Au. Thomas-Loop. Okay, und Ruhe. Sonst scheint es hier relativ ruhig vonstatten zu gehen. Also zum Thema, ob es auch in den Untergrund geht, ihr seht das, ne? Also das hier ist ja nur eine Mini-Höhle. Es gibt riesige Höhlen mit riesigen Spinnen. So viel sei schon mal gesagt. Und davor hatte ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Schiss. Das wäre so gerade gar nicht meins gewesen. So. Sammeln wir hier die Beeren noch ein. Ach ne, das sind ja Nüsse. Oh, ich glaube, das ist noch Kupfer. So, war hier auf dem Berg irgendwas? Nö. Ist das Kupfer oder ist das Eisen? Eisen. Aber ich glaube, das Pure nehme ich mal mit. Mal gucken, wie viel da rauskommt aus so einem. Ich glaube, immer so um die 40, genau. So faszinierend, dieses ganze Ding hier. So, gehen wir mal kurz hier auf den Berg. Es wirkt halt auch bei weitem nicht so bedrohlich, wie man am Anfang denkt. Klar, ist halt eine sehr unbekannte Umgebung und so. Und man ist ja im Endeffekt hier der Eindringling. So, irgendwie kann ich übrigens mit den Flower Petals später Farbe herstellen. Das würde ich schon ganz gerne machen. Aber es ist trotzdem ziemlich spannend, finde ich. Und echt schön. Oh, da ist noch eine Energieschnecke. Hallo. Wir haben... Das wirkt alles so riesig und wir haben so wenig Land quasi. Da hinten ist die Brücke, von der ich runtergeflogen bin. Das ist so unglaublich groß. So, aber ich glaube, ich komme hier nicht ohne schwerere Verletzungen runter. Es gibt wohl einen Trick, den kenne ich allerdings noch nicht. Aber wir können ja jetzt mal kurz gucken, ob wir jetzt über diese Idee bis zu der Brücke rüberkommen. Mich würde es nämlich schon mal interessieren, ob da hinten auf der Brücke irgendwas war, was ich interessant finden sollte. Also Bäume fällen müssen irgendwann wohl auch... Oh, noch ein Energieslack. Ich glaube, die könnten interessant sein. Die Power Slugs für später. Da ist auf jeden Fall das große Vieh. Achso, hier kommt man gar nicht direkt rüber. Schade. Schade, schade, schade. Egal, dann gehen wir jetzt hier mal runter. So, überlebe ich das hier? Ich glaube schon. Ja. Problemfrei. Dann einmal ab nach Hause. Weil der Tag nervt mich schon ein bisschen. Zum Glück bewegt er sich anscheinend ein ganz klein bisschen. Ansonsten würde er sich irgendwann wahrscheinlich einbrennen. Und ich möchte nicht meinen YouTube-Namen die ganze Zeit hier vor mir sehen. Schön eingebrannt. So.
Produktion läuft, so wie es aussieht. Die Smelteries arbeiten auf Hochtouren und wie gesagt, der nächste Schritt wäre jetzt Kupfer dazuzufügen. Aber das werden wir wohl in der nächsten Folge machen. Ich hoffe im Übrigen, dass die Folgen weiterhin noch pünktlich rauskommen können jetzt. Es kommt halt ein bisschen auf die Aufnahme, aber das wusstet ihr von vornherein. So. Hi. Oh ja, es funktioniert. Die Frage ist halt, wie lange, weil irgendwann haben wir keinen Platz mehr. Dann müssen wir vielleicht den Merger hier wieder wegnehmen. Wir müssen dann damit etwas gewissenhafter arbeiten mit mehreren Containern oder markierten Containern oder so. So. Kann ich dieses Ding jetzt untersuchen? Ja. Zwei Minuten dauert die Untersuchung. Ja. Vielleicht gibt es ja was Schönes Neues. Okay. So. Und in der Zeit können wir hier mal kurz gucken. Also Utility Lookout Tower ist auch cool. Echt cool. So, Conveyor Belts. Ah, Stairs. Das ist auch witzig. Ach, Conveyor Walls. Conveyor Walls, okay. Kann ich da mehrere Conveyors durchführen oder was? Ja. Mit drei Conveyor Belt Connectern. Ja, Overclocker ist natürlich klar. Hier mit Overclock Buildings und so kann man auf jeden Fall ein bisschen schneller arbeiten. Das ist auch gar nicht so teuer. Das sieht durchaus machbar aus. Und Tier 2 geht ja noch weit. Also forschungsmäßig haben wir ordentlich zu tun. So, ich könnte jetzt einfach mal hier spaßeshalber so 200 Platten und 100 Stangen rausholen. Dann können wir mal gucken, was wir damit spontan erforschen können. Ich fand hier dieses Overclocking eigentlich interessant und wir brauchen eigentlich nur noch 100 Kabel dafür. So. Kupfer hatte ich hier noch drin, wenn ich mich richtig sehe. Hier sind so ein paar Kabel. Oh, ich habe sogar noch mehr Röhren hier. Kupfer müsste hier aber auch irgendwo noch sein. Copper Ore. Das war's schon? Wirklich? Könnte vielleicht ein bisschen wenig sein. Oder gerade so reichen. Nee, ich glaube, das ist zu wenig. Bin mir gerade nicht sicher. Ja, es wird gerade so nicht reichen. Ah, ärgerlich. Aber es gibt ja immer auch noch einen anderen Tag, ne? Ja, sonst habe ich wirklich nichts mehr an Kupfer. Lower Petals können wir da reinwerfen. Die Power Slugs haben wir mittlerweile auch schon wieder 4 Stück von. Eisen, Kohle, Alien Organe, Blätter. Ah ja, Blätter, wie gesagt, immer schön einsammeln. Genau wie Holz. Noch ein bisschen mehr Eisen. Oh, wir haben wieder einige Nuts dabei. Okay, so, dann gucken wir mal, was hier passiert ist. Okay. The object has been named the Summersloop by R&D. It cannot be converted into something functional by current Fixit technology. However, R&D has requested more samples in exchange for new structural buildings. Oh, okay. Also die wollen Tatsache noch mehr von diesem Summersloop-Zeug haben. Wahrscheinlich muss ich dafür Tatsache durch die Gegend eiern. Ja, kann ich dann nämlich für ein weiteres Summersloop kann ich das jetzt erforschen. Das ist natürlich spannend. Wahrscheinlich wird das auch ein bisschen darauf hinauslaufen. So, Obstacle Clearing. Oh, eine Chainsaw. Hier ist die Color Gun. Oh, das ist natürlich cool. Ein Assembler. Okay. Ein Rotor. Modular Frame. Das ist cool.
Also, wir werden wohl noch ein bisschen Zeit hier verbringen. Aber für die heutige Folge soll es das gewesen sein. Ich muss nämlich jetzt langsam mal ins Bettchen, morgen wieder früh raus. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder, Leute. Lasst mir gerne ein Like oder einen Kommentar da. Und Abos sind auch gern gesehen. Ne, damit das mit den Abos wieder ein bisschen hochgeht. Ja, also, bis dann, Leute. Ciao, ciao.